Ja, hi Fans. Ihr staunt jetzt, wo ich hier überall rumlaufe. Heute mal in kein Zoogeschäft, in keinen Shop, nicht in meinem Geschäft, gar nicht. Ich bin ja an einem ganz heiligen Ort. Ja, was macht denn der Norbert an so einem heiligen Ort? Kann ich euch erzählen. Unser Pater Tobias, das ist der Pfarrer hier in Neumühl, hat mich angerufen, ich soll doch mal bitte vorbeikommen. Er hat hier ein paar Ausländer für mich und ob ich die nicht mal vielleicht für eine Nacht beherbergen könnte. Ja, und wenn unser Pater uns anruft, ja, was mache ich denn dann? Dann gehe ich doch auf alle Fälle dahin. Guten Tag, Herr Tobias. Ja, guten Morgen, Herr Zeller. Kommen Sie nach oben. Super, dass Sie gekommen sind. Ja, gerne. Wir haben zwei Flüchtlinge und die suchen eine Herberge. Ich habe sie angerufen und toll, dass Sie sich bereit erklärt haben, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Und stellen Sie sich vor, wer die Flüchtlinge sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Sie stehen hier. Maria und Josef. Sind Sie sicherlich überrascht? Ja, auf jeden Fall. Genau. Wir hatten mal ganz viele Flüchtlinge hier in Neumühl gehabt, 2015. Und ich habe diese Geschichte so ein bisschen jetzt nicht erfunden, sondern die gab es schon. Und ich habe gesagt, okay, jetzt rufst du mal den Herrn Zajak an, ob der wohl zwei Flüchtlinge übernehmen würde. Und sie haben sofort zugesagt. Und jetzt sind sie richtig überrascht. Maria und Josef, sie waren auch Flüchtlinge gewesen. Sie waren auch unterwegs gewesen und haben eine Herberge gesucht. Und ich finde toll, dass Sie diese beiden heiligen Figuren, den Josef und auch die Maria, mit in Ihrem Geschäft nehmen. Ja, das ist ja eine spannende Geschichte. Natürlich nehme ich die beiden. Ich bin total fasziniert. Ich habe mit ganz was anderes gerechnet. Ich habe gedacht, ich war am Überlegen, wir haben eigentlich nur ein Gästezimmer und ein Bett, wie wir die unterkriegen. Aber vielleicht hätten wir die im Doppelbett unterbringen können. Aber die beiden, die kriegen wir gerne um. Aber die Geschichte finde ich super toll. Okay, wenn Sie jetzt noch ein bisschen Zeit haben, Herr Zajak, wir haben da vorne zwei Sitze. Sollen wir uns mal kurz hinsetzen? Dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, also so 10 Minuten hätte ich noch. Tut mir ja ein bisschen leid. Und wir müssen ja unsere Gäste zu Hause noch unterbringen. Aber 10 Minuten haben wir. Okay, ich habe auch 10 Minuten Zeit. Also von daher passt das. Okay, setzen wir uns da vorne hin. Ja, Adventzeit, Stress. Sie haben sicherlich auch Stress. Ohne Ende. Große Firma, viele Mitarbeiter und viele Kunden. Laufen. Gerade jetzt zu Weihnachten. Ja. Viele Tiere sollen verkauft werden, aber nicht nur Tiere, sondern ich denke auch Futter und alles, was da zugehört letztendlich. Ja, klar. Also ich habe ganz viele Manager, die Stress haben. Sie kommen zu mir aus ganz Deutschland und ich mache sie ein bisschen fit, gerade jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit. Die Adventzeit ist eigentlich dafür da, dass man mal wieder zur Besinnung kommt, sich selber richtig ernährt, mal runterkommen, runterfahren. Was nützt sie, wenn sie Power machen und irgendwann ist der Power leer, der Akku ist leer. Gerade jetzt die Adventszeit ist dafür da, dass man diesen Akku wieder aufbauen kann. Und da gibt es Möglichkeiten, die Kirche anbietet, auch das Kloster, was wir haben, anbietet oder so einen Raum. Wir befinden uns in einer Kirche, wo Stille ist, wo man sich mal zurückziehen kann. Und wenn es nur 10 Minuten am Tag sind, diese 10 Minuten, die haben Sie für sich letztendlich selber. Und dieses Akku, das, was Sie selber haben, ist dann wieder aufgepowert. Und Sie haben mehr Energie für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Kunden, mehr Zeit letztendlich. Und da sollte man viel mehr darauf achten, gerade die Adventszeit jetzt nutzen, um diesen Akku wieder aufzubauen. Wann sonst? In Ihrem Kloster kommen auch Gäste, da wohnen Sie doch drin. Da kommt man doch nicht als Gast hin. Zur Besinnung, oder doch? Hey, natürlich, gerade Klöster sind dafür da, dass man sich zurückziehen kann. Wir haben Gästezimmer, wir nehmen auch schon mal Gäste auf, die sich zurückziehen wollen, einfach mal diese Ruhe spüren. Wir haben einen historischen Kreuzgang aus dem 21. Jahrhundert. Wenn Sie diesen Kreuzgang erleben, diesen Raum erleben, der strahlt so viel Ruhe aus, da kommt man zur Besinnung, da kommt man runter von diesem Alltagsstress. Und das bieten die Klöster an, nicht nur unser Kloster, die Abtei Hamborn, sondern viele andere Klöster. Jetzt gerade vor Weihnachten. Und wenn es nur ein Tag ist oder so einen halben Tag mal in diesen klösterlichen Räumlichkeiten verbringen, das reicht eigentlich schon auf, um diesen Akku, diesen persönlichen Stress, den man hat, runterzufahren und letztendlich für sich etwas zu tun. Ja, das ist ja eine super spannende Sache. Das habe ich gar nicht gewusst, dass man im Kloster auch mal ein paar Tage wohnen kann oder einen Tag oder so. Das würde ich total interessant finden. Hör mal, soll ich mal einen Tag ins Kloster gehen? Was haltet ihr denn davon? Könnt ihr mir das nicht mal unten in die Kommentare schreiben? Norbert Goos, du Kloster, wäre das mal eine Sache? Ich bin mal gespannt, was ihr mir da drauf schreibt. Soweit wäre möglich, ich könnte sie im Kloster besuchen kommen. Und wie ich gehört habe, gibt es da auch die Relikte des heiligen Norberts? Ist das wahr? Ja, der heilige Norbert, sie heißen mit Vornamen Norbert, das ist unser Ordensgründer. Der hat unsere Ordensgemeinschaft 1121 gegründet. Hey, das wäre echt toll, wenn sie bei uns mal im Kloster
mal eine Nacht verbringen würden und das klösterliche Leben mal kennenlernen. Ich denke, sie werden runterfahren und sie werden voller Power, voller Energie wieder in den Alltag zurückkehren. Einfach mal ausprobieren. Also ich lade Sie herzlich dazu ein. Unser Abt, der freut sich. Der ist ja auch Kunde bei Ihnen. Der kauft auch Fische und Sie können dann das Aquarium vom Abt mal angucken. Und das wäre eine super tolle Sache. Ja, das ist ja total spannend. Also ich glaube, das könnte ich super spannend finden. Ich einen Tag im Kloster, ich bin ganz fertig, ich bin da gerührt. Da kann natürlich dann sein, dass ich anschließend ganz viele fromme Sprüche für euch habe. Da weiß ich ja nicht, ob ihr das dann so aushaltet. Denn ich habe ja bisher immer so den Spruch gesagt, eigentlich wollte ich ja lieber in der Hölle, denn da oben kenne ich gar keinen. Aber vielleicht lerne ich in meinem Alter auch noch ein Umdenken. Ich bin da mal gespannt. Ja, es ist nie zu spät. Ich glaube, das wird eine tolle Geschichte werden und Sie werden sicherlich viel mitnehmen. Und so fromm sind wir auch nicht alle, wie Sie vielleicht meinen. Wir stehen alle mit den Beinen auf der Erde. Also Sie erleben dort ganz normale Patres, die in der Öffentlichkeit tätig sind. Und ich denke, Sie werden es nicht bereuen, es wird Spaß machen und Sie werden, glaube ich, selber für Ihr Leben sehr viel mitnehmen und einfach mal trauen. Also kommen Sie zu uns, wir machen einen Termin aus und dann schauen wir mal. Und den Freunden hier, die uns zuschauen, die werden sicherlich auch überrascht sein, welche Räumlichkeiten wir Ihnen zeigen und wie so eine Klosterzelle ausschaut und wo wir beten und wo wir zur Besinnung kommen, damit unsere Freunde, die uns zuschauen, jetzt letztendlich dann auch mal so einen kleinen Einblick kriegen, wie das klösterliche Leben ausschaut. Weil das wissen viele, viele, viele Zuschauer nicht. Also Pater Tobias, das war total spannend. Aber sagen Sie vielleicht noch mal zu unseren Zuschauern in ganz kurzen, knappen Form, 1, 2, 3 Wörter. Was ist an Weihnachten wichtig? Was sollen die aus der Sendung mitnehmen? Ja, was kann man mitnehmen? Ich wünsche mir Frieden auf der Erde. Und Frieden beginnt nicht irgendwo in Syrien. Da beginnt es sicherlich auch irgendwann, hoffe ich auch bald. Aber ich wünsche mir, dass der Friede zu Hause beginnt. In den eigenen Familien, im eigenen Haus, denn da stimmt es meistens nicht. Und das wünsche ich mir eigentlich zu Weihnachten, dass dort der Friede erstmal einkehrt in den eigenen vier Wänden. Schönen Dank. Super, viel Spaß mit unseren Flüchtlingen Maria und Josef. Finden Sie einen tollen Platz und vor allen Dingen überlegen Sie heute schon, wo die Figuren dann hingehen. Sie müssen das Telefongespräch führen. Wer wird die nächste Person oder Familie sein, die diese beiden, Maria und Josef, dann aufnehmen werden. Alles Gute, super, dass wir das mitgemacht haben. Ja, das war ja eine Überraschung. Ich habe ja mit alles gerechnet. Aber dass ich mit Maria und Josef im Arm jetzt nach Hause gehe, da bin ich jetzt doch ein bisschen gerührt. Also ich gehe jetzt mal gucken, wo ich eine schöne Stelle für die finde bei uns im Geschäft. Tja, so, Maria und Josef, die beiden Flüchtlinge, wie Pater Tobias sagt, sind bei uns angekommen und die sollen sich ja heute Nacht mal heimisch bei uns fühlen. Ich denke mal, ich habe denen hier ein schönes Örtchen gegeben. Hier sind sie unter Tieren, hier sind sie da, wo sie gerne aufgenommen werden. Ich hoffe, euch hat die ganze Sendung ein bisschen Spaß gemacht. Also ich fand das total interessant. Mal eine ganz andere Geschichte, mal eine ohne Tiere, aber vielleicht auch mal eine Geschichte zur Besinnung. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schreibt es unten runter in den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Film wieder. Ich sehe euch.